Staatliche Gewalt gegen Ärzte. Polizeiliche Einsätze in Arztpraxen. Computer werden beschlagnahmt, Patientenakten zu Hunderten einfach mitgenommen. Geraten unsere Ärzte immer mehr unter Druck? Und warum ist das so? Vielleicht, weil sie Atteste ausgestellt haben? Wir wollen jetzt sprechen über die Hintergründe dieser Vorgänge und sprechen mit Dr. Walter Weber. Er ist Gründungsmitglied der Ärzte für Aufklärung. Jetzt bei uns. In Hamburg bin ich verbunden mit Dr. Walter Weber, Gründungsmitglied der Ärzte für Aufklärung. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Ja, schönen guten Morgen nach Mainz. Herr Weber, Sie erreichen ja auch zahlreiche Meldungen von den Ärzten, die teilweise selbst davon betroffen sind, von diesen Praxisdurchsuchungen, von dieser Beschlagnahme von Patientenakten und so weiter. Polizisten in der Praxis. Was haben Sie so gehört? Was ist da eigentlich los bei den Ärzten momentan? Also im Allgemeinen telefoniere ich mit jedem der Kollegen am gleichen Tag, wenn irgendwas passiert ist. Zum Beispiel mit einem Kollegen in Bayern habe ich gesprochen und der hat erzählt, dass ungefähr 20 Polizisten bei ihm vor der Tür standen und der Hauptkommissar oder wer auch immer an der Tür stand, hat ihm einen Zettel, eine Mitteilung gezeigt zum Durchsuchungsbefehl. Und da war, der Stempel war nicht deutlich lesbar, die Unterschrift war ein Gekrackel, sodass er das zunächst nicht akzeptiert hat, hat gesagt, das ist kein ordentlicher Durchsuchungsbefehl von einem Richter. Es muss ja von einem Richter ausgestellt werden. Und daraufhin hat ihm der Polizist gesagt, dann brechen wir die Tür auf. Sinngemäß. Dann brechen wir die Tür auf. Und dann hat er sie, natürlich ist er dieser Gewalt gewichen und hat die Tür aufgemacht. Er weiß bis heute nicht, ob ein Richter diesen Durchsuchungsbefehl wirklich ausgestellt hat. Also das ist schon rohe Gewalt. Rohe Gewalt zum Teil, das heißt mit Ankündigung, notfalls treten wir die Tür ein, wie in ganz schlechten Krimis. Bleiben wir vielleicht mal bei diesem Fall in Bayern. Wissen Sie Näheres über die Hintergründe? Warum kam die Polizei überhaupt zu dieser Praxis? Ja, dieser Kollege ist bereit, Leuten, die Symptome haben und durch die Gesichtsmaske Atteste zur Befreiung auszustellen. Und das ist politisch offensichtlich nicht erwünscht. Und diese Ärzte, die bereit sind, den Menschen, die Symptome durch die Gesichtsmaske haben, und da gibt es viele Symptome, einen Attest zur Befreiung auszustellen, die zu bedrohen und ja, die klein zu kriegen, also dass sie das nicht mehr ausstellen. Jetzt ist es ja auch so, dass in solchen Fällen Patientenakten beschlagnahmt werden. Ich habe gestern erst gelesen in einer Meldung einer Praxis, dass 500 Patientenakten mitgenommen wurden. Das ist ja eine Riesenmenge von Patientendaten auch. Ist denn das einfach machbar? Kann man einfach Patientendaten, ich meine, Ärzte unterliegen ja der Schweigepflicht, alle Daten sind wirklich geschützt auch in einer Praxis beim Arzt. Ist das überhaupt rechtlich in Ordnung, was hier geschieht? Also wenn ein Richter das anordnet, ist das rechtlich in Ordnung. Dagegen können wir nichts machen. Man muss sich natürlich fragen, ich habe auch mit diesem Kollegen gesprochen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, auch in Bayern, da hat man etwa 500 Akten mitgenommen und er hat ganz sicher keine 500 Atteste ausgestellt, sodass die Frage der Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Die Maßnahmen sind völlig unverhältnismäßig gegenüber dem Tatbestand, wenn man ihn denn postulieren wolle, sodass man von staatlicher Willkür, Einschüchterung, Bedrohung und staatlicher Gewalt sprechen kann. Jetzt ist es ja so, dass teilweise auf Demonstrationen oder auf irgendwelchen Versammlungen Maskenatteste kontrolliert werden. Und die Polizei kontrolliert ja auch die Stempel der Ärzte. Ja?
Ist es so, dass jetzt ganz gezielt gefahndet wird, sozusagen nach Ärzten, die Maskenatteste ausstellen, die Namen registriert werden und dann gezielt die Praxen unter Druck gesetzt werden? Ja, offensichtlich, ich weiß es nicht, aber offensichtlich wird staatsanwaltlich ermittelt. Ich habe aus der Presse erfahren, Heiligabend, finde ich sehr sinnig, Heiligabend vom NDR wurde verkündet mit Namensnennung Dr. Walter Weber aus Hamburg-Winterhude, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und ich weiß, ich lasse zurzeit durch eine Rechtsanwältin prüfen, ob eine Namensnennung überhaupt rechtens ist. Denn es gilt ja immer noch, also zumindest ist mir das bekannt, dass die Unschuldsvermutung gilt. Solange kein Gerichtsspruch erfolgt ist, ist jemand nicht verurteilt. Und dass gegen jemanden staatsanwaltlich ermittelt wird, das ist von mir aus durchaus möglich. Ich weiß also, dass gegen mich ermittelt wird, nur durch die Presse. Okay. Meine Rechtsanwältin verlangt jetzt Akteneinsicht in Hamburg und ich werde das dann erfahren. Aber es gibt solche roten Listen. Und dieser Bürgermeister in dieser kleinen Stadt in der Nähe von Rostock macht eine Vorverurteilung und maßt sich eine Richterstellung an. Auch den bitten wir, das zurückzunehmen und sich dafür zu entschuldigen, dass er hier sich die Richterstelle anmaßt als Bürgermeister eines Ortes. Das ist unglaublich. Ich muss wirklich sagen, mir fehlen die Worte. Das ist ja im Grunde schon fast Rufmord, wenn das in den Medien berichtet wird. Also wirklich, wie Sie sagen, ohne wirklich rechtskräftiges Urteil. Ja, gucken wir doch mal genauer hin. Wie läuft das denn im Regelfall ab? Wer veranlasst denn eigentlich, dass ein Richter einen solchen Durchsuchungsbefehl für eine Praxis ausstellt? Wie läuft das genau ab? Also es ist so, dass diese Maskenbefreiungsatteste offensichtlich politisch nicht gewollt sind und in den Raum gegeben wird, das Ausstellen unrichtiger Atteste. Ich habe das noch nie gehört, dass ich angeklagt werde, unrichtige Atteste auszustellen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Soll ich meine eigene Unterschrift fälschen oder wie? Wenn ein Patient zu mir kommt mit Symptomen, dann durch eine Maske und mir das glaubwürdig schildert, dann nehme ich ihm das ab und dann ist es meine ärztliche Pflicht, ihm so einen Attest auszustellen. Das steht so in der Berufsordnung. Das steht über allem, die Berufsordnung, dem Patienten sozusagen zu schützen, ihm zu dienen auch, beziehungsweise ihn zu unterstützen. Was sind denn das so für klassische Symptome, wenn Sie einen Maskenattest zum Beispiel ausstellen? Was hat denn ein Patient, der zu Ihnen kommt, für gesundheitliche Probleme zum Beispiel? Also es kann eine Vorerkrankung sein, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Lungenerkrankung, also Asthma, Bronchiale. Es können Hauterkrankungen sein, dass jemand eine schwere Dermatitis im Gesicht kriegt. Das sind so die wesentlichen und es kommen dann die psychischen Störungen dazu, insbesondere Angst-Panik-Störungen. Wenn jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat, nehmen wir an, eine Frau wurde vergewaltigt und ihr wurde dabei ein Kissen auf den Mund gepresst, dass die auf das Tragen einer Maske mit Angst-Panik und sonstigen Reaktionen reagiert, ist ja wohl verständlich und ich halte es für unsere Pflicht, diesen Leuten einen Befreiungsattest auszustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch eine große Rolle die Patienten spielen, die Lungenerkrankungen haben. Sie haben das Asthma bronchiale schon angesprochen, andere chronisch obstruktive Erkrankungen, Menschen, die wirklich Atemnot haben, schon im Regelbetrieb, sage ich jetzt mal, im Normalfall, und dann noch diese Maske drauf bekommen, kann ich mir schon vorstellen, dass sich auch Atemnotzustände verschlechtern nochmal, ne? Also das ist, jemand hat meinetwegen einen Schlaganfall gehabt, hat eine Herzinsuffizienz, ist sowieso schon, ich sag mal ganz salopp, blau im Gesicht, im Normalzustand. Und wenn der noch eine Maske trägt, dann nimmt man billigend in Kauf, dass er einen erneuten Schlaganfall hat oder
ein Kreislaufkollaps und so weiter. Und das passiert ja auch. Die Leute brechen ja auch zum Teil zusammen. Hinzu kommt, dass nachgewiesen ist, dass wenn ich eine Maske aufsetze, der CO2-Spiegel ansteigt innerhalb weniger Minuten in toxische Bereiche, die arbeitsschutzrechtlich gar nicht mehr erlaubt sind. Insofern ist im Berufsrecht, wenn eine Maske getragen werden muss, meinetwegen durch Feinstaub bei entsprechenden Arbeiten und so weiter, ist vorgesehen, dass dann nach einer gewissen Zeit eine Pause von mindestens einer halben Stunde angeordnet ist. Also eine Maske 8 Stunden zu tragen ist Nötigung, staatliche Anleitung zur Selbstschädigung und ist eine unterlassene Gefahrenbewertung durch die Maske. Im Arbeitsrecht muss jeder, der eine Maske meinetwegen im Berufsrecht, im Berufsleben tragen muss, muss untersucht werden. Und 20% der Leute können per se gar keine Maske tragen aus arbeitsrechtlichen Gründen. Das alles wird unterlassen, insbesondere in Schulen. Die Schulleiter nötigen den Kindern stundenlanges Maskentragen auf und haben von dieser berufsrechtlichen Seite offensichtlich keine Ahnung. Das heißt, es gibt viele gute medizinische Gründe, einen Maskenattest auszustellen. Und das wird im Einzelfall auch geprüft. Stimmt denn der Vorwurf, auch das geisterte mal durch die Medien, dass Ärzte einfach am Telefon oder per E-Mail eine Anfrage bekommen und einfach einen Maskenattest verschicken? Ist das die Regel oder ist das eher auch die Ausnahme, dass es so läuft? Also per E-Mail weiß ich nicht. Ich kenne nun nicht alle Kollegen. Nee, klar. Per Telefon ist im Ausnahmefall erlaubt, wenn jemand anruft. Ich meine, das ist ja auch bei der Arbeitsunfähigkeit. Wenn mich jemand anruft und sagt, ich habe Durchfall, ich sitze auf der Toilette, dann kriegt er eine Arbeitsunfähigkeit ausgestellt. Dann muss er ja nicht in die Praxis kommen. Also in Ausnahmefällen ist es auch per Telefon erlaubt und steht auch so in der Berufsordnung drin, dass man dann einen Attest ausstellen kann. Das ist also kein Unrecht. Wie kommen denn jetzt diese Übergriffe, diese Staatsgewalt in den Praxen gegen die Ärzte zustande? Spielt die Ärztekammer oder die Ärztekammern, spielen die da eine Rolle in diesem ganzen Ablauf? Also hier kann ich nur spekulieren, weil ich keine Interne aus Ärztekammern kenne. Man muss sich vorstellen, dass die allgemeine Meinung ist, dass wir hier ein gefährliches Virus haben, dessen Ausbreitung zu unterbinden allerhöchste Staatspflicht ist. Wobei man sagen muss, der Test, auf dem das beruht, der sogenannte PCR-Test, weist keine Infektionen nach. Nur ein Bruchteil der Leute mit einem positiven PCR-Test sind krank. Und uns werden Fallzahlen erzählt. Fallzahlen ist ein Erkrankter. Uns werden Fallzahlen als positive Tests als Fallzahlen mitgeteilt. Das ist ungefähr wie Brutto und Netto. Ja. Das sind die Testergebnisse, die zugrunde gelegt werden und dann spricht man von Fällen, was letztlich nur positive Testergebnisse bedeutet, aber nicht zwangsläufig eine Erkrankung bedeutet. Ne? Aber welche Rolle spielen die Ärztekammern als Vertretung der Ärzteschaft? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert denn, dass Arztpraxen gestürmt werden können? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie so etwas abläuft. Also was da im Hintergrund passieren muss, damit es zu solchen Zwischenfällen kommt. Also ist es so, die Ärztekammern sind natürlich eine Institution, die formal den Betrieb untersuchen muss, damit es formal alles korrekt abläuft. Und die darauf achten muss, dass der Arzt nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft urteilt. Und offensichtlich, ich kann hier nur spekulieren, ist es so, dass das Ausstellen eines Maskenattestes ungern gesehen wird, weil man denkt, da sind Gefälligkeitsatteste dabei und so weiter. Es werden also diese beiden unrichtige Atteste und Gefälligkeitsatteste, das sind so Schlagworte,
die in die Welt geschickt werden. Und offensichtlich spielen da die Ärztekammern eine Rolle mit. Eigentlich müssten die Ärztekammern alle Ärzte schützen und auch die Ärzte schützen, die Maskenatteste ausschreiben. Und die Ärztekammern stellen sich mehr auf die Seite, na, ich sage mal, des Mainstreams. Haben Sie denn selbst mal mit der Hamburger Ärztekammer Kontakt aufgenommen, nachdem jetzt gegen Sie ermittelt wird? Also mal angerufen und gesagt, was ist hier los? Wie stehen Sie dazu? Also, oder wie kann man mit denen mal reden? Oder wie macht man das? Ich persönlich bin ja Medizinerin, aber nicht niedergelassene Ärztin. Deswegen frage ich das, ja? Also wir werden mit dem Ärztekammerpräsidenten hier in Hamburg Kontakt aufzunehmen, um einmal ein klärendes Gespräch zu führen. Das wäre doch mal vielleicht eine Idee, auch einmal zu gucken, wie die Ärztekammern dazu stehen, warum sie sich nicht hinter die Ärzteschaft stellen oder zumindest die Ärzte selber kontaktieren. Oder wissen Sie etwas darüber, dass diesen Polizeieinsätzen schon irgendwelche Vorwarnungen oder Abmahnungen vorausgegangen sind? Gibt es da Vorankündigungen oder passiert das einfach, dass plötzlich die Polizei in der Tür steht? Ja, es gibt keine Vorwarnung. Ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen. In Hamburg verhält sich die Ärztekammer in gewissem Maße loyal. Also ich kann mich hier nicht beklagen in Hamburg. Ich weiß nur vorwiegend aus Bayern, einzelne Fälle aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, dass ohne Vorankündigung da Praxen, man muss richtig sagen, gestürmt wird, als ob da ein Terroristennest ist. Ohne Ankündigung, morgens um 6 stehen plötzlich unvermutet 20 Leute vor der Tür, weil angeblich der Arzt unrichtige Atteste und Gefälligkeitsatteste lässt. Es wird wie Schwerverbrecher eingestuft. Ich frage immer, sind wir Massenmörder oder Pädophile oder was ist hier los, dass das als Schwerverbrechen eingestuft und geahndet wird? Also, Haben Sie jetzt den Eindruck, dass die Ärzteschaft insgesamt jetzt zurückhaltender wird? Ich weiß, dass ich selber häufiger angeschrieben wurde von Menschen, die verzweifelt waren und gesagt haben, können Sie mir bitte einen Arzt nennen, der mir einen Attest ausstellen könnte? Ich finde keinen mehr. Ich kenne aber auch keine Ärzte, die das jetzt, sagen wir mal, hauptsächlich machen würden. Ist das so, dass die Ärzteschaft eingeschüchtert reagiert und jetzt eher nicht mehr so viele Atteste ausstellt? Ja, das stimmt leider so, dass dieser Druck, diese Einschüchterung, diese Gewaltandrohung und auch Gewaltausübung hat schon seinen Effekt, sodass der Druck auf die, die nicht bereit sind, ihr Verhalten zu verändern, also ihr aus meiner Sicht korrektes Verhalten zu verändern, natürlich höher wird. Und ich darf vielleicht in diesem Fall mal hier aus der Berufsordnung der Hamburger Ärzte sprechen. Es steht unter dem Punkt Gelöbnis, steht, selbst unter Bedrohung werde ich meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit anwenden. Ich muss ehrlich sagen, ich halte mich daran, an dieses Gelöbnis. Und ich werde unter der Bedrohung mein korrektes Verhalten nicht verändern. Ich kenne Kollegen, die zurückzucken und natürlich Kollegen, denen dann mit Entzugs der Approbation gedroht wird und ja, man kann sagen mit Existenzvernichtung. Wenn ich eine Familie hätte, also noch kleine Kinder, noch eine Familie ernähren muss, dann weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde. Das sind ja die üblichen Repressalien, um jemand einzuschüchtern und sein Verhalten zu verändern. Aber ich finde das sehr bemerkenswert, dass das in der Berufsordnung steht, dass man sogar bei Androhung von Gewalt trotz allem das tut, was ärztliche Pflicht ist, um den Patienten zu dienen. Das ist doch toll. Kann man sich nicht irgendwie auch auf diese Berufsordnung berufen, ja, wenn eine solche Situation auftritt? Das muss doch höher stehen als die staatlichen Interventionen hier.
polizeilicher Art. Ja, das sollte so sein. Ich schätze mal, dass dieser Satz selbst unter Drohung so zu reagieren, dass er aus dem Dritten Reich kommt, weil im Dritten Reich die Rolle der Ärzte nicht immer unbedingt vorbildlich war. Und ich könnte mir vorstellen, dass aus dieser Zeit dieser Satz kommt. Und das steht noch in Paragraph 2, allgemeine ärztliche Berufspflichten, Absatz 4 steht, Absatz 4, der Arzt darf hinsichtlich seiner ärztlichen Entscheidung keine Weisung von Nichtärzten entgegennehmen. Das steht definitiv ausdrücklich da drin. Also die Politik wünscht, dass ich keine Atteste ausstelle. Ich halte in den Einzelfällen das Ausstellen von Attesten für ein Gebot der Menschlichkeit und ich werde diese Atteste ausstellen. Das sind so schöne, klare und starke Worte, Herr Weber. Da möchte ich mich wirklich ganz persönlich bei Ihnen bedanken für dieses Rückgrat, was wir so nötig brauchen auch, glaube ich, in diesen Zeiten. Und das wünsche ich mir auch für viele, viele Ärzte, dass sie dieses Rückgrat bewahren können und diesem Druck nicht nachgeben, dass sie hinter ihren Patienten stehen und dass sie das Beste für ihre Patienten tun, weil es ihre berufliche, ihre ethische Pflicht ist. Herr Weber, brauchen wir möglicherweise in unserer Gesellschaft auch eine Diskussion über die Ethik des Arztberufes? Müssen wir neu darüber sprechen, jetzt in diesen Zeiten? Ja, unbedingt notwendig. Wir brauchen zu diesem Punkt einen Gesprächsbedarf und einen Diskussionsbedarf, denn diese Frage hat sich ja die ganze Zeit nicht gestellt. Sie stellt sich ja erst seit einem Dreivierteljahr. Und mein Wunsch an die Ärztekammer wäre, so eine Veranstaltung zu organisieren, wo über diese ganzen Punkte einmal gesprochen wird, also über Ethik unseres Berufes, über den Druck des Staates, über Umgehen mit Druck, mit Existenzbedrohung. Und leider bisher kommt das von den Ärztekammern gar nicht. Es kommt nur eine Bedrohung der Ärzte, die bereit sind, diese Vorgaben der Berufsordnung umzusetzen. Sie werden ja fast kriminalisiert, statt man müsste sich auch fragen, ob die Ärzte, die diese Atteste nicht ausstellen, unterlassene Hilfeleistung begehen. Also alle diese Fragen sollten mal offen diskutiert werden. Und ich wünsche mir von den Ärztekammern, dass sie sich da wirklich an die Spitze dieser Diskussion stellen. Denn das ist eine ihrer Aufgaben, nicht nur formale Untersuchungen, sondern wirklich grundsätzliche Führung. Ja, ich denke mir, ein weiterer Punkt könnte auch sein, über die Impfungen zu sprechen, insbesondere über die in der Politik diskutierten Formulierungen von Zwangsimpfung oder Impfvorschriften, auch um darüber zu diskutieren, ist es in Ordnung, dass wir geimpften Menschen zum Beispiel Grundrechte eher zusagen als ungeimpften Menschen, diese Zweiklassengesellschaft mit Ungeimpften und Geimpften. Ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Punkte, über die wir als Ärzte mitreden könnten und sollten in dieser Zeit. Ja, auch das wäre ein ganz wichtiger Punkt, der mal offen ausdiskutiert werden müsste, statt die Leute, die impfkritisch sich zu äußern, zu kriminalisieren und in eine rechte Ecke zu drängen oder was weiß ich wie, das wirklich mal ergebnisoffen zu diskutieren in allen Facetten, das würde ich mir von den Ärztekammern wünschen. Ja, Ärzte für Aufklärung wenden sich hiermit an die Ärztekammern in der Bitte um eine offene gesellschaftliche Diskussion dieser Punkte. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das nochmal so schön jetzt auch formuliert haben. Mit diesen Worten, mit diesem Statement, Herr Weber, möchte ich mich gerne von Ihnen verabschieden für heute. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir werden noch weitere Themen dazu haben und hoffen, dass etwas passiert in der Republik. Ja, auch vielen herzlichen Dank für das Interview. Tschüss und bis bald, Herr Weber. Grüße nach Mainz. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Wir haben versucht, mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was da eigentlich so abläuft in diesen Arztpraxen, dass wir in Zukunft möglicherweise sogar unsere Ärzte schützen müssen. Dazu gibt es sogar schon Initiativgruppen, die sich dieser Frage annehmen. Wir bleiben auf alle Fälle dran und bitte unterstützen Sie auch Ihre Ärzte. Denn das darf nicht sein, dass Ärzte hier staatlich unter Druck geraten, wenn sie sich vor ihre Patienten stellen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.